Wir haben es gehört, Innenminister Peter Beuth von der CDU, der stellte sich gestern den Fragen der Opposition in einer Sondersitzung des Innenausschusses. Und sie war auch dabei, Nancy Faeser. Sie ist die Landesvorsitzende der SPD und Mitglied des Innenausschusses. Frau Faeser, unsere Schalter hat eben nicht geklappt. Wir holen die jetzt nach, denn wir haben Fragen an Sie. Haben Sie gestern nach dieser Sondersitzung des Innenausschusses das Vertrauen, dass der Sachverhalt jetzt lückenlos aufgearbeitet wird? Nein, das habe ich überhaupt nicht, weil der Innenminister sich dadurch auszeichnet, dass er immer nur so viel preisgibt, wie gerade auch irgendwie öffentlich wird. Und das nährt natürlich unser Misstrauen. Wir haben nach wie vor viele Fragen. Es steht nach wie vor die Frage im Raum, wieso hat er eigentlich 2 Jahre lang nichts dafür getan, dass eine solche Abfrage an einem Polizeicomputer über Personendaten überhaupt passieren kann. Weil wir haben jetzt in 3 Fällen an 3 unterschiedlichen Polizeirevieren in Hessen eine Abfrage aus dem Polizeicomputersystem gehabt und das hätte er eigentlich verhindern müssen. Er argumentiert ja, er könnte zumindest in den aktuellen Fällen nicht, hätte er nicht früher handeln können, weil ihn der Polizeipräsident, der bisherige, muss man sagen, Münch, viel zu spät informiert habe. Glauben Sie ihm nicht, dem Innenminister Peter Beuth? Also wir werden das jetzt überprüfen. Wir haben Akteneinsicht deshalb auch beantragt, um zu prüfen, ob das stimmt, was der Innenminister sagt, dass es tatsächlich nur der Landespolizeipräsident war, der ihn nicht informiert hat, ob er es nicht doch vorher wusste. Aber was der Innenminister ja auf jeden Fall wusste, ist, dass vor 2 Jahren von einem Polizeicomputer im 1. Polizeirevier in Frankfurt persönliche Daten von einer Anwältin abgefragt wurden und wenige Tage später hat sie ein Drohschreiben bekommen. Dass es jetzt in 2 weiteren Fällen passiert ist, ist dramatisch und hätte möglicherweise verhindert werden können, wenn man nach dem 1. Mal schon sorgfältig darauf geachtet hätte, dass jegliche illegale Abfragen eben auch erfasst werden, sodass man es dem Täter möglichst schwer macht oder der Täterin und es hätte jetzt auch möglicherweise verhindern können. Ist Peter Beuth politisch noch zu halten aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht ist es so, wenn er Verantwortungsgefühl hätte, würde er jetzt in diesem Zeitpunkt, wo er so viele Versäumnisse zu verantworten hat, auch die Konsequenzen ziehen. Aber leider haben wir in Hessen mit dem Rücktritt von Ministerinnen und Ministern in den letzten 20 Jahren, seit die CDU an der Regierung ist, wenig Erfolg gehabt. Da ist scheinbar alles erlaubt. Seit wir den Schwarzgeld-Affäre hier in Hessen hatten, ist, ich sage mal, der Maßstab etwas verrückt. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen zurückgewinnen würden, wenn Politiker auch wieder Verantwortung übernehmen würden. Jetzt wurden diese E-Mails offenbar so intelligent und trickreich verschlüsselt, dass es extrem schwierig zu sein scheint, sie zurückzuverfolgen. Jetzt ist in 2 Jahren ist es nicht gelungen, den oder die Täter irgendwie festzumachen. Kann es sein, dass die im ermittelnden Ressourcen erschöpft sind oder nicht eben ausreichend, um den Fall aufzuklären? Im Raum steht ja auch die Forderung, den Generalbundesanwalt einzuschalten. Das hat der Ministerpräsident Bouffier selbst gefordert, dass der GBA ermitteln soll, der Generalbundesanwalt. Ich halte das für sinnvoll, weil wohl auch Berlin mit betroffen ist. Aber meines Erachtens ist noch nicht alles ausgeschöpft. Ich will Ihnen ein Beispiel dafür nennen. Es wurde jetzt in einem Polizeirevier in Wiesbaden erneut persönliche Daten abgefragt im Fall der Landesvorsitzenden Janine Wissler. Und es ist bis heute sind noch nicht alle Zeugen befragt, die dort Zugriff auf den Computer hatten. Und das ist bereits Ende Februar passiert, bis heute. Deswegen gibt es jetzt auch eine Menge Fragen, die wir an die Justizministerin in Hessen mittlerweile stellen. Frau Faeser, die Polizei ist in der öffentlichen Diskussion nicht nur aufgrund dieser Drohmail-Affäre, sondern auch, weil es Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten gibt. Sehen Sie einen Zusammenhang zum Beispiel zwischen den Ausschreitungen in Frankfurt vom Wochenende und dem Verdacht, dass die Polizei etwas mit den Drohbriefen zu tun hat? Also ich sehe keinen unmittelbaren Zusammenhang, weil es ähnliche Ausschreitungen auch in Stuttgart und Saarbrücken gegeben hat, die ganz furchtbar waren. Ich glaube aber, es ist an der Zeit, dass der Minister, der zuständige Innenminister Peter Beuth etwas dafür tut, dass die Integrität der Polizei zurückgewonnen wird. Und Vertrauen gewinnt man eigentlich nur mit einer wirklich guten Aufklärung und Transparenz zurück. Und das ist das, was wir vermissen. Wir wollen eine lückenlose Aufklärung und ein Vorangehen von ihm und nicht immer nur hinterher tröpfeln, wenn gerade etwas öffentlich wird. Sagt Nancy Faeser, Landesvorsitzende der SPD und Mitglied des Innenausschusses im Hessischen Landtag. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.